Lars Wunder, wir sind heute beim Tag der Toleranz. Ich bin hier in der Kampfsportschule Samonte und es ist ein ganz besonderer Ort. Hier in Duisburg ist es, Duisburg ist ja ein bisschen durchzogen, dass man hier viele ausländische Schüler hat. Das sieht man hier auch, also es ist ein bunt gemischtes Publikum und ich werde heute hier eine kleine Lesung vorhalten aus meinem Buch von Rassenhass bis Promi-Hype. Und dann werde ich auch ein bisschen beim Training mitmachen. Weil hier denke ich, das sind die jungen Leute, hier sollte man ansetzen, hier muss Toleranz entwickelt werden. Und gerade Sport ist eine schöne Sprache, die über alle Länder, über alle Religionen hinweg gesprochen wird. Und deswegen war das der richtige Ort für mich, um Toleranz zu üben. Die Kampfsportschule Samonte ist ja was ganz Besonderes, weil hier sind ja grundsätzlich mal viele Kulturen, viele Religionen. Ist das problematisch? Oder was kriegen die Kinder hier beigebracht? Was die in erster Linie beigebracht bekommen ist, Sport ist ja, wie so das schon eingangs gesagt ist, eine sehr gute Möglichkeit, die Sachen zu vermitteln, und zwar Werte. Speziell die Kampfkunst eignet sich dafür, weil die Kampfkunst selber ja schon aus einer Fremdkultur sozusagen hineinwächst und somit fällt es den Kindern automatisch leichter, sich mit fremden Kulturen auseinanderzusetzen. Und dadurch, dass wir in Duisburg sind, mit so vielen verschiedenen Kultureinflüssen, ist es immer sehr wichtig, dass man sich auf bestimmte Werte sozusagen besinnt und die vermittelt. Und das kann man mit der Kampfkunst. Unsere Hauptwerte, das im Groben zu umschreiben, sind so humanistische Werte, die dazu führen, dass wir in der Zivilgesellschaft, in der wir leben, halt sehr friedvoll miteinander umgehen. Gerade in so einer unruhigen Weltpolitik, Zeit. Es ist sehr wichtig, dass die Kinder einen vernünftigen Wert mit ins Leben bekommen. Ist es so, dass Kampfsport wird als aggressiv verschrien? Sind hier aggressive Tendenzen? Wie sind deine Erfahrungen aus dem Sport? Gerade weil bei der Kampfkunst eine ganz bestimmte Art der Koordination erforderlich ist, ist es so, dass diese Steuerung der Kinder, dass sie bestimmte Techniken ausüben, da muss man sich an Regeln halten. Und dieses an sich an Regeln halten führt dazu, dass man Aggressionspotenziale sozusagen kanalisieren kann, indem man zum Beispiel sich diszipliniert, die Technik vernünftig auszuführen. Das heißt, es führt dazu, dass man einfach viel mehr an Regeln festhält, weil die in der Kampfkunst sehr, sehr wichtig sind, dieses Festhalten an Regeln. Wie kommen die Kinder untereinander miteinander klar? Gibt es da Berührungsängste bei unterschiedlichen Religionen, unterschiedlichen Kulturen, bei der unterschiedlichen Herkunft? Was sind da deine Erfahrungen? Also ich kann nur für diese Schule sprechen und ich kann sagen, dass da keine Berührungsängste sind. Eher ist es so, dass es eventuell verschiedene Schichten sind, die vielleicht ein anderes Fernsehprogramm gucken als die Eltern von einem anderen Kind. Aber hier finden die alle zu einem Nenner. Das ist das Schöne an dieser Schule. Bist du allgemein der Meinung, dass man hat ja Angst, dass die Jugend sich immer weiter kriminalisiert, dass der Sport der richtige Weg ist, um Kinder von der Straße zu halten oder von Kriminalität im Allgemeinen? Unbedingt. Ich glaube, das hat die Erfahrung auch gezeigt, dass man mit dem Sport Jugendliche oder Leute, die in der Sturm- und Drangphase sind, dass man die unglaublich gut führen kann, weil sie eigentlich das Training, vor allen Dingen hier in der Kampfkunst, findet sehr viel mit sich selber statt. Und dieses mit sich selber stattfinden führt dazu, dass man ein Bewusstsein von sich selbst bekommt. Und das führt dazu, dass man sich einfach der Welt gegenüber anders verhält. Aber das Wichtige ist, dass ich selbstbewusst bin. Und das geht nur, wenn ich ein Bewusstsein von mir selbst habe. Und das geht mit der Kampfkunst hervorragend. Danke. Seh, was kommt, vergiss, was war. Rough, rock to roll. Tag der Toleranz wollen wir natürlich wissen, was das Credo der Kampfsportschule Samonte ist. Wir wollen wissen, wo wird hier Toleranz geübt und was ist das Besondere an euch? Das Besondere bei uns ist im Grunde die Mischung dafür, dass wir
keinen Weg vorgeben, sondern so viele Optionen, Lebensbeispiele wie möglich diesen Kindern in diesem Raum bieten, bedeutet auch die, jedes Mitglied bringt seinen eigenen Background mit, seine eigene Kultur, seine eigene Religion, als auch das zusammen, die Zusammenkunft von körperlichen Fähigkeiten. Je mehr Optionen die Kinder sehen und die, je mehr Optionen sie haben, desto mehr haben sie die Kraft, eine alleinständige, fundierte Entscheidung treffen zu können. Und diesen Weg begleiten wir mit. Sie sollen nicht mir folgen, sie sollen nicht den Schwarzgurten folgen, sondern wir als Schwarzgurte sind diejenigen, die einen bestimmten Lebensweg vorleben, der auch individuell ist und verschieden ist. Und von allen Sachen, die die Kinder hier sehen, können die sich das Beste rausziehen. Und in diesem Sinne unterstützen wir die dann halt einfach nur als Begleiter, nicht als Führer und auch nicht als führende Person und auch nicht als Autorität, sondern eher mehr als Berater und als Wegbegleiter. Das ist der Unterschied zwischen vielen Studios und Gyms, die man hat, wo man sagt, das sind die Regeln, so wird das gemacht, jeder in die Passform. Und das ist der Unterschied zu unserer Kultur, weil auch wir als Geschwisterpaar, mein Lehrer Sefo Josef Samonte ist ja auch mein Bruder, hat mich ja auch frei passieren lassen. Unsere Schwarzgurte, wir sind alle untereinander befreundet, haben alle einen kulturellen Background, aber trotzdem gehören wir zusammen, sind aber individuell in beruflich verschiedene Richtungen gegangen, haben ganz verschiedene Weltansichten und trotzdem sind wir eine Einheit. Und das ist das Besondere an unserer Schule. Wie kann dieses Konzept dann eigentlich auf das normale Leben übertragen werden? Weil es funktioniert ja anscheinend in dieser Kampfsportschule. Wäre ja schön, wenn es auch in der reellen Welt dann funktioniert. Wie kann man das übertragen? Je mehr Möglichkeit man hat, andere Kulturen kennenzulernen, andere Gesichtspunkte, andere Denkensweisen zu verstehen und mit denen auch umgehen zu können, heißt, du bist im Zweikampf mit einem Partner, auf den du dich vertrauen musst oder dem du vertrauen musst, um eine gute Leistung abzurufen auf dem Turnier. Du musst mit dieser Person trainieren, ob du den magst oder nicht. Bedeutet, du musst dich empathisch ein bisschen darauf einlassen, mit dieser Person ein Vertrauensgefühl, eine Vertrauensbasis zu bekommen. Je öfter man das in diesem Dojo machen muss, dann gehst du halt hier raus und ob du bei der Bank bist, ob du in der Schule bist, ob du im Supermarkt bist, du kannst das nachvollziehen, wenn die Kassiererin patzig zu dir ist, weil du das nachvollziehen kannst, dass du vielleicht auch patzig warst an einem anderen Tag und du hast viel, viel mehr die Geduld, die Toleranz, dem entgegenzutreten. Und deswegen ist es nicht Love, Peace and Harmony, auch nicht die esoterische Schiene, sondern ein bisschen mehr an Ernsthaftigkeit, sich in Leute hineinzuversetzen. Empathie und durchaus die Liebe, die hier in diesen Räumen herrscht. Darum ist das, glaube ich, für so viele Hitzköpfe, die wir hier zusammenkommen, kommen wir da sehr, sehr gut mit zurecht. Und das ist der Grund, warum wir draußen ein anderes Bild abgeben und warum man spürt, wenn man mit uns in einer Gemeinschaft Kampfkunst betreibt. Der Spirit, das ist der Zauber, den man nur schwer beschreiben kann, aber für den wir leben und den wir hoffentlich auch gerne weitergeben können. Interessant finde ich ganz persönlich, dass man hier sehen kann, dass Männer mit Frauen trainieren und aber auch große und kleine. Wie ist das möglich? Und zwar, was wir hier sehen, ist eine ganz besondere Art des Kickboxens. Das Kickboxen wird so in drei Teile eingeteilt. Die berühmteste Art ist das Vollkontakt. Das kennen wir alle bei den K1-Turnieren. Das ist so relativ populär. Was wir hier sehen, ist Point Fighting. Da geht es darum, den anderen schnellstmöglich zu treffen. Vergleichbar ist das so wie mit dem Fechten. Das heißt, es geht darum, wer zuerst trifft, der kriegt auch den Punkt. Das führt dazu, dass die Zielsetzung eine andere ist. Also weder wird hier die Zielsetzung gesetzt, dass man im Grunde den anderen K.O. schlägt oder gar womöglich verletzt, sondern es geht darum, über die Geschwindigkeit, wenn man so will, über die Geschicklichkeit, den Punkt sozusagen zu machen. Und das fördert logischerweise Koordination, ein Gefühl für Geschwindigkeit und Timing, also Dinge, die das Gehirn eines Kindes sozusagen auch befeuern können.
Wie gehen jetzt die besseren, besser graduierten, besser ausgebildeten Kämpfer mit den jüngeren, unerfahrenen Kämpfern um? Gibt es da ein Bild, was gezeichnet wird? Und das ist das Schöne zum Beispiel an diesem Pointfighting, dass im Grunde auch, es möglich ist, aufgrund dieser Technik, die so kontrolliert ist, und das macht es ja auch zur Kunst, dass ich meine Techniken kontrollieren kann. Demgemäß ist es dann möglich, wenn ein Großer mit einem Kleinen kämpft oder ein Mädchen mit einem Jungen, dass sie, weil die Techniken kontrolliert sind. Vor allen Dingen aber auch, man stärkt das Verantwortungsbewusstsein von den Kindern. Sie kriegen automatisch ein Gefühl dafür, was es bedeutet, mehr Kraft oder mehr Fähigkeiten zu haben. Und das sollte eigentlich dazu führen, nach unserem Werteverständnis, zur Verantwortung. Das heißt, wenn ich also weiß, dass ich größer bin und womöglich besser bin, habe ich auch automatisch die Verantwortung. Und das lernen die Kinder hier von klein auf.